Hallo zu einem neuen Tutorial bei Windows PowerDE. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr mit euren VLC-Player euch selbst aufnehmen könnt. Ja, richtig gehört, wenn ihr eine Webcam habt, dann könnt ihr diese mit dem VLC-Player ansteuern und euch selbst aufnehmen. Wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Wir starten jetzt unseren VLC-Player. So, was machen wir jetzt? Danach auf Medien, Aufnahmegerät öffnen. Hier muss natürlich DirectShow stehen. Videogerätename ist also natürlich den oben den Reiter Aufnahmegerät öffnen. DirectShow. Bei Standard wählt ihr jetzt eure Webcam aus und bei Audio natürlich euer Mikrofon. Ich nehme jetzt natürlich mal mein Webcam-Mikrofon aus. Und mehr ist es nicht, einfach nur auf Wiedergabe. Und jetzt seht ihr auch den Verfasser der Videos. Also ihr seht, ihr könnt euch jetzt selbst aufnehmen. Mit VLC-Player könnt ihr eure Webcam starten. Wollt ihr das natürlich wieder rückgängig machen, dann müsst ihr wieder zu VLC-Player gehen und natürlich die Einstellung wieder rückgängig machen auf Medien, wieder auf Aufnahmegerät öffnen und wenn ihr den schließt, ist automatisch auf Standard, wie ihr seht. Das war es auch schon wieder von uns. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann stellt diese in den Kommentaren. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Euer WindowsPower.de Team.